der Kabine auf die große Uhr. Natürlich auch auf der Boxenlatte. Wie lang ist es noch? Man schaut auf die eigene Uhr. Man schaut auf die Uhr, die hier an der Brücke hängt. Dann werden wir sehen, Ende dann langsam einem Geschwindigkeitsbereich nähern, der dann nicht mehr so dramatisch hier mit dem absoluten Schritt-Tempo zu tun hat. Erstmal durchatmen, wieder für uns alle. Blick auf glücklicherweise ruhige Streckenabschnitte. Auch rund um den Black Falcon Audi R8, der von Wiese eingefangen wird, von der Regie, um uns zu zeigen, was ist draußen los. Wie kommt man durch? Wie kommt der Fahrer Ferrari durch, der jetzt hier eingefangen ist und der weiterhin in guter zweiter Position unterwegs ist, der dort vorbeigegangen ist in einer nächsten Überrundungsaktion. Wir warten auch auf die Ausfahrt der Startnummer 58. Das wird vielleicht noch, denke ich, 10 Minuten dauern. Könnte ich mir vorstellen, dass man dann für die letzten 20 Minuten noch ausfahren wird. So in etwa würde ich jetzt mal die Prognosen auslaufen. Und dann sehe ich von den Tests verabschieden. Der Hendrik-Ferrari weiterhin im Anbau, weiterhin jetzt seinem Karussell im Bereich der Überrundungen, die notwendig sind, um wenigstens einigermaßen vernünftige Zeiten noch hinzubekommen. Was heißt einigermaßen vernünftig? Du musst doch etwa unter 9 Minuten noch fahren, auch in dieser Schlusszahl eines 24-Stunden-Rennens hier auf dem Nürburgring. Auch das ist erstmal noch anzugehen. Die Karte 33 wird gerissen. Der RDM Car Graphic Lockwin Racing Porsche GT3 Cup, Peter König, Kevin Schlesenmeier und Kurt Ecke, der noch einmal hereinkommt. Und von auf die 153 nochmal in die Box. Das können aber doch bitte, Freunde, nur ein paar Routine-Stops sein. Mehr geht doch da eigentlich gar nicht. Alexander Hermann, Achim Hermann und Hans von der Wanga, der Niederländer, auf dem VW Golf 3 Kickstar. Also, auch diese Mannschaft muss noch mal hereinkommen. Wie gesagt, ich denke und hoffe und wünsche es allen, dass das einfache Routine-Stops sind und dass da nichts Dramatischeres mehr passiert. Und wir sehen auch ganz deutlich, dass das Tempo mittlerweile schon sehr, sehr gespielt worden ist an der Spitze. Während jetzt auf der zweite Lexus noch einmal hereinkommt. Das Auto mit der Startnummer 50. Zum Boxenstopp. Hiroshita, Ida, Osaka und Oshima insgesamt 19 sind noch einmal zum Boxenstopp hereingekommen. Aber hier würde ich mal, wenn wir das richtig überschlagen und verfolgt haben, tatsächlich nicht nur darauf tippen, der eingelegt wird, um die letzte halbe Stunde dann in Angriff zu nehmen. Blick wieder raus Richtung des Spitzenrennens, in Richtung der Startnummer 25, in Richtung der BMW M3 E92, BMW Motorsport eingesetzt. Müller darf uns als Lami demonstrieren. Hier dieses Fahrzeug seit 23,5 Stunden im Renntempo. Und sie sind als Spitzenreiter nach dem letzten Routinestopp jetzt auf Anfahrt der Höhe. Und dann, was hochrechnet, 9 Minuten, das werden 3,8 Routen das werden. Also, gehen wir mal davon aus, dass das noch 4 Routen sein werden. Ist das nicht angekommen sind? Ah ja, vielleicht ist es noch was. Den man ja in all den Hinrichtungen hat treten müssen, der auch irgendwo aus technischer Sicht eine neue Frontpartie bekommen hat. Hat nicht nur die ganze Informatik gesehen, aber der große, also Holz, das ist das Entscheidende. Und der wird sich das Ziel hier oben erreichen und die Flagge dann tatsächlich aufgehen. Spitzenreiter ist jetzt groß. Letzte Rundenzeit war 10,51. Wir haben es gesagt. Klar, die wollen dann lieber eine Runde weniger fahren, aber das Auto sicher ins Ziel bringen. Materialschonung würde man das jetzt wahrscheinlich am ehesten so deklarieren. Aber wenn 23,5 Stunden das Auto nicht mehr entlassen wird, muss man die Runde in den Ziel tun, dann ist man schwer in der Überlegung, ob jetzt die Materialschonung überhaupt noch ist. Das ist keine Frage. Je eher ist die Gelegenheit.